Es war neben dem Burger-Video des Kanzlers der Aufreger der Woche. Ex-FPÖ-Abgeordnete besuchen trotz Reisewarnung die Taliban-Führer in Afghanistan. Im Exklusivinterview mit Conny Bischofberger erzählt Andreas Mölzer nun die Hintergründe der schlagzeilenträchtigen Reise. Er habe als Journalist an der Mission teilgenommen, stellt Mölzer klar. Seine Zeitschrift Zur Zeit werde eine Sonderausgabe über die politische, ökonomische und gesellschaftliche Lage in Afghanistan herausbringen. Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl die Reise als unglaubliche Dummheit bezeichnet, versteht Mölzer nicht. Es sei Aufgabe von Journalisten, sich selbst ein Bild zu machen und so das falsche Bild dieses Landes in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Mölzer und seine drei Begleiter, der ägyptische Arzt Dr. Mustafa El-Telbi, FPÖ-Bundesrat Johannes Hübner und der Juwelenhändler Ronald Schwarzer, haben mit dem Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaqi, offenbar auch über die Freilassung eines in Kabul inhaftierten Österreichers verhandelt. Vorerst ohne Erfolg. Bei dem im Juni vom afghanischen Geheimdienst unter Spionageverdacht Festgenommenen handelt es sich um den rechtsextremen Autor Dr. Herbert Fritz. Er sei zuckerkrank und brauche dringend Medikamente, so Mölzer. Die Familie von Fritz sei an Dr. El-Telbi mit der Bitte herangetreten, sich für den Österreicher einzusetzen. Es habe diesbezüglich auch Gespräche mit der EU-Delegation in Kabul gegeben. Beim österreichischen Außenministerium sehe er keine Bemühungen, sich um den inhaftierten Österreicher zu kümmern, so Mölzer.